Willkommen bei Video Wissen. Mein Name ist Maike Lachmann. Ich bin promovierte Physikerin und arbeite bei Airbus. Ich denke, der offensichtlichste Grund für eine wissenschaftliche Richtung ist immer Neugierde. Man muss sich sehr dafür interessieren, was man da macht. Man muss sehr tief in die Themen einsteigen. Man muss sich sehr lange damit beschäftigen, bis man was richtig verstanden hat. Und Neugierde ist da ein großer Treiber. Für mich war es noch gleichzeitig der Wunsch, was umzusetzen zu können, was nützlich ist für die Gesellschaft. Und spätestens im ersten Jahr meines Physikstudiums habe ich gesehen, dass es Dinge aus der Grundlagenforschung gibt, wo man früher immer dachte, die braucht man nie. Als Beispiel, der Laser sei hier genannt, der ja eine Untersuchung von kohärenten Lichtfeldern war, also was völlig Utopisches. Warum sollte man sich das angucken zu der Zeit und jetzt in großen Teilen der Industrie zum Einsatz kommt? Als Beispiel. Also, ich habe Physik studiert im Bachelor-Master-Studiengang, habe recht früh im Studium schon angefangen, im Labor zu arbeiten, als wissenschaftliche Hilfskraft und habe dann eine Promotion angehängt. Während der Promotion habe ich mich mit Quantenthemen auseinandergesetzt und zwar im Speziellen für Forschungsraketenmissionen. Und das ist eben genau das spezifische Know-how, was wir hier bei Airbus jetzt brauchen. Ich denke, einer der wichtigsten Erfolge, die es gab, war, dass ich Teil eines Teammitglieds einer Forschungsraketenmission war, Marius, an der Universität noch. Da haben wir das erste Bose-Einstein-Kondensat im Weltraum gemacht und damit auch gleich Materiewelleninterferenzen im Weltraum nachgewiesen. Das war für uns damals ein Riesenerfolg, konnten wir auch ganz gut publizieren. Ja, und ist letztendlich einer der Meilensteine, die wir brauchen, um eben Quantentechnologien in den Weltraum zu bringen für langfristige Anwendungen. Ungefähr alle. Große Herausforderungen sind sicherlich immer, sich technisch nicht zu sehr frustrieren zu lassen. Es gibt immer den Punkt, wo man eigentlich gerade fertig sein möchte mit seinem Projekt. Dann denkt man, jetzt schreibe ich die Doktorarbeit zusammen. Und letztendlich hat man dann einen Vakuumbruch in seiner Apparatur und weiß, das nächste Dreivierteljahr geht gar nichts. Ich denke, da ist es immer direkt wichtig, gleich weiterzumachen und den Ball am Laufen zu lassen. Ich arbeite derzeit hier in dem Studienteam. Das heißt, ich bin beteiligt an mehreren Studien. Das sind im Wesentlichen Projekte, wo wir Technologien betrachten, die noch ein sehr geringes TRL haben, also ein sehr geringes Technology Readiness Level. Das heißt, das sind Experimente, die noch nicht direkt fliegen können, die aber gerade so an der Grenze sind zwischen universitärer Forschung und industrieller Anwendung. Und wir versuchen jetzt die Industrialisierung dabei voranzubringen. Und dabei bin ich zum einen beschäftigt an Projekten wie zum Beispiel das Carioca PMP. Hier geht es um Quantum Sensing für Gravimetrie, also zur Erdbeobachtung. Das ist sehr spannend. Hier haben wir eben als Vorlage ein paar Uni-Projekte, die wir eben jetzt mit der Expertise, die bei Airbus vorhanden ist, flugtauglich machen müssen. Weitere Projekte, in denen ich involviert bin, kümmern sich mehr um Quantenkommunikation, also Quantum Key Distribution, zum Thema Verschlüsselung, auch sehr interessant und ja, verschiedene kleinere Projekte, die dann sich noch anschließen. Bei mir ist es jetzt natürlich so, dass ich die Universität verlassen habe. Ich bin jetzt bei Airbus. Hier bin ich vor allem eingestellt als Studieningenieurin und Systemingenieurin, beziehungsweise auch zum Teil für das Studienmanagement. Es sieht sicherlich so aus, dass es viel mehr jetzt auf die Ebene der Industrialisierung gehen wird. Also es geht jetzt weniger darum, die Grenzen der Forschung weiter voranzutreiben, sondern es geht viel mehr darum, die Technologie nutzbar zu machen. Also das, was an der Uni bereits erforscht werde, was das Potenzial, das man aufgedeckt hat, dass man das jetzt auch effektiv zum Einsatz bringen kann. Ich denke, für eine wissenschaftliche Karriere muss man einige Dinge mitbringen. Neugierde ist natürlich immer am wichtigsten. Man muss sich sehr dafür interessieren, was man tut, weil man sich sehr lange, sehr intensiv, sehr tiefgründig mit diesen Themen auseinandersetzen muss. Man sollte gleichzeitig versuchen, neben der Begeisterung für das Thema selbst auch die entsprechenden Kontakte zu haben, versuchen, mit anderen Leuten immer in Interaktion zu gehen. Häufig kommen da noch ganz andere Ergebnisse raus, als man denkt. Es ist mehrere Köpfe haben häufig auch mehr Gedanken als einer alleine. Deshalb würde ich immer versuchen, auch ein gewisses Networking zu betreiben. Und ansonsten, ja, sich nicht frustrieren zu lassen, sondern weiterzumachen. Sich nicht von Rückschlägen muss man manchmal einstecken. Und dann sollte man trotzdem mit Begeisterung am Ball bleiben. Es ist in der Regel wert.